Johann Sebastian Bachs H-Moll-Messe ist wohl sein berühmtestes sakrales Chorwerk. Als Kantor der Leipziger Thomaskirche hat Bach zwar vier weitere Messen komponiert, die sogenannten kurzen Messen, die nur aus Kyrie und Gloria bestehen. Bekannt wurde in erster Linie aber die H-Moll-Messe, deren Kyrie und Gloria Bach im Jahr 1733 beendet hatte. Fünf Jahre später vollendete Bach das Werk in der Form, in der wir es heute kennen und aufführen. Bach hatte aber nie eine Gesamtaufführung seiner Messe erlebt. Der Grund liegt darin, dass er in seinem musikalischen Anspruch und Volumen die Zeitgenossen überforderte. Die H-Moll-Messe war für die Liturgie viel zu lang geraten. Die Mischung aus alten und neuen Stilelementen bis hin zu modernen Konzertstrukturen legt den Schluss nahe, dass Bach, der Teile aus zahlreichen früheren Kompositionen eingearbeitet hatte, selbst eher an eine Konzertmesse dachte. Die H-Moll-Messe wurde in ihrer vollen Länge als Konzertmesse erst im 19. Jahrhundert von Felix Mendelssohn Bartholdy entdeckt. Aus der eindrucksvollen Barockkirche Dießen zeigen wir Ihnen eine Aufführung des Münchner Bachchors und Orchesters unter der Leitung von Karl Richter.
Thank you.
Jesu
Jesus.